Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem Video zum Thema AMD Security Features. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Manfred Helber. Ich bin ein sogenannter Microsoft Most Valuable Professional. Bedeutet, ich beschäftige mich intensiv mit Microsoft-Technologien und spreche gerne über diese Microsoft-Technologien und bin aber explizit kein Microsoft-Mitarbeiter. Und wie erwähnt, es geht um AMD Security Features. Und da freue ich mich sehr, einen Spezialisten von AMD zu Gast zu haben, nämlich den Frederik Jägers, der sich aber euch am besten jetzt gleich selbst vorstellt. Hallo Frederik. Hallo Manfred. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Frederik Jägers. Ich bin Commercial Channel Sales Manager bei der AMD. Das heißt, ich kümmere mich nicht nur um den IT-Channel für Commercial Clients im DACH, sondern ich versuche auch irgendwo ein bisschen Lauffeuer zu entfachen. Nämlich eins, indem ich unsere Partner dazu anhalte und unterstütze, auch mal prozessorseitig über den Tellerrand hinaus zu schauen, selbst informiert zu bleiben und als echter Trusted Advisor dann auch wirklich die beste Empfehlung für deren Kunden aussprechen zu können. Mhm. Und ich freue mich heute echt hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Manfred. Ja, und ich freue mich sehr, dass du da bist, weil ich hatte es erwähnt beim Intro, Microsoft-Technologien, das ist so mein Feld, aber für all diese Microsoft-Technologien benötigen wir eine Hardware, benötigen wir eine Plattform und da ist eine voll supportete Plattform, die Plattform der AMD-basierenden CPUs. Und wir sprechen jetzt ja gezielt über das Thema Security. Und im Bereich Security hat Microsoft für seine Betriebssysteme auch ganz spezielle Anforderungen an die Hardware. Und da werden wir dann im Laufe dieses Videos konkret drüber sprechen, werden wir konkret ein bisschen einsteigen, was uns hier die Hardware bieten kann. Aber bevor wir in die Technik einsteigen, wollen wir mal so ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen. Denn mir persönlich geht es so, dass ich den Eindruck habe, nahezu täglich irgendwo eine Meldung zu lesen, dass es wieder irgendwo eine Sicherheitslücke gab oder ein Hack oder irgendwo Daten entwendet wurden. Und das Interessante ist, ich lese da nicht nur in den IT-Fachmedien drüber, wo man ja vielleicht noch sagen könnte, naja, die lese ich halt, weil ich mich speziell für das Thema IT interessiere, sondern immer öfter hat man solche Meldungen auch in der klassischen Tagespresse, wo man sagt, naja, das liest jetzt ja wirklich quasi jeder, der sich so ein bisschen über aktuelle Themen informiert und bekommt also auch mit, Mensch, jetzt sind da wieder ganz viele Unternehmen Ziel eines Angriffs geworden, weil Sicherheitslücke X oder Y ausgenutzt wurde. Wie geht's da dir so, Frederik? Kannst du das bestätigen? Und wie ist da so deine Wahrnehmung an den Meldungen? Was sind das so die typischen Bedrohungssituationen? Ja, also ich muss ja sagen, ich lese das ja auch tagtäglich, ja. Und natürlich im Freundes- und Bekanntenkreis ist dann auch generell klar, ja, der arbeitet ja in der IT, der ist Wirtschaftsinformatiker, dann wirst du auch mal gefragt, warum ist denn das so? Ja? Mhm. Warum liest man da so viel mehr jetzt in der Zwischenzeit drüber? Und was passiert da eigentlich? Und hey, berechtigte Frage, ja. Man bekommt immer mehr davon mit. Und warum bekommt man immer mehr davon mit? Ja, ich denke, einer der Faktoren ist auf jeden Fall, dass in der Zwischenzeit da eben auch von Kriminellen mit Geld verdient wird. Ja? Mhm. Und wie wird denn damit Geld verdient, stellt man sich dann die Frage. Ja? Von Ransomware haben wir, glaube ich, alle schon ein paar Mal gehört. Ne? Also Ransomware, es entstehen dann eben Probleme wie, dass die Daten verschlüsselt werden. Ja? Es werden tatsächlich eben Daten geklaut, es findet Datendiebstahl statt und im Nachhinein werden dann diese Daten verwendet, um die Unternehmen wiederum zu erpressen. Ja? Okay. Und all das führt natürlich auch zu einem wirtschaftlichen Schaden. Und der ist nicht gerade klein. Ja? Also über die Zahlen, in welchen Größenordnungen das Ganze gesamtwirtschaftlich unterwegs ist, kann man sich drüber streiten. Ja, kommt natürlich auch darauf an, was man da alles mit reinrechnet, ob auch der Unternehmensstillstand dann im Endeffekt da mit reingerechnet wird. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass Unternehmen und auch der öffentlichen Hand massive Schäden dadurch entstehen.
Und ja, das Ganze sogar bis zu einem Katastrophenfall gehen kann, wie wir neulich auch erst gesehen haben. Ne? Genau, war ein Bundesland, was ja Ziel eines Angriffs war, der sehr prominent in der Presse war. Und naja, dieses Bundesland hat dann den Katastrophenfall ausgerufen, weil wirklich nichts mehr ging. Also man konnte dort keine der klassischen Behördengänge mehr durchführen. Im Unternehmen ist es dann so, das kann ich den Katastrophenanfall anmelden, aber da ist dann die schlimmste Konsequenz manchmal die Insolvenz, dass das Unternehmen sagt, Mensch, ich kann einfach zu lange nicht mehr arbeiten. Das ist etwas, was natürlich im Fokus aller stehen muss, das zu vermeiden. Und es ist ein Punkt, der, was Frederik schon angesprochen hatte, die Frage natürlich immer ist, wie kann denn da jetzt jemand, der diese Schadsoftware bei mir einschleust, Geld verdienen? Das ist, was man sicher schon gelesen hat von dem klassischen Verschlüsselungstrojaner, wo dann einfach von mir eine gewisse Summe verlangt wird, damit ich wieder an meine Daten rankomme, dass ich wieder zugreifen kann. Aber Frederik hatte vorhin auch etwas erwähnt und das ist aus meiner Sicht so eine neue Masche, die sich gerade so ein bisschen ausbreitet, dass plötzlich Unternehmen damit erpresst werden, dass sie, ja, sagen wir mal, eine Art Lösegeld bezahlen sollen und wenn sie das nicht machen, damit gedroht wird, ja, entwendete Daten zu veröffentlichen, wo sich dann plötzlich natürlich auch ein Kunde des Unternehmens auf dieser Veröffentlichungsliste vielleicht findet. Und das ist natürlich oberstes Ziel, das zu vermeiden, weil das ist ja auch die Vertrauensbasis zwischen dem Endkunden und dem jeweiligen Unternehmen dort. Also das ist schon etwas, was wichtig ist, das im Fokus zu behalten, was wir jetzt ja dann im weiteren Verlauf auch gleich technisch ein bisschen untermauern werden. Und ich stelle es, also du hattest so erwähnt, die privaten Kontakte, die dich dann da teilweise drauf ansprechen und doch nachfragen und wo man häufiger vielleicht Nachfragen hat. Ich habe da ein schönes Beispiel aus dem Bekanntenkreis, wo mich ein Unternehmer eines kleineren Unternehmens, aber wo doch IT eine gewisse Rolle spielt, ich da auch ein Gespräch hatte zum Thema Security. Und mein Argument dort immer war, wie wichtig das Ganze ist, indem ich sagte, wie lange kannst du denn auf IT verzichten? Und er war der Meinung, dass er die IT gar nicht unbedingt braucht, dass die zwar da ist, aber dass er auch ohne die längere Zeit überbrücken könnte. Und ich hab empfohlen und habe mich dann auch durchgesetzt, dass wir einfach die IT mal ausschalten, dass wir einfach mal so tun, wie wenn jetzt dieser Katastrophenfall eingetreten wäre. Das heißt, all meine Daten sind verschlüsselt oder alle Daten wurden entwendet, gelöscht, wie auch immer das aussieht. Und 2 Stunden hat es gedauert, bis das ja quasi mehr oder weniger die Anweisung da war, wir müssen sofort alles wieder in Betrieb nehmen, weil man eben festgestellt hat, es ist halt doch nicht so, dass alles ohne die IT geht, selbst in so einem kleineren Unternehmen. Und deswegen müssen wir da wirklich oberste Priorität setzen und auch wirklich darauf achten, dass wir natürlich jede Möglichkeit, die besteht, die Systeme abzusichern, ergreifen. Ja. Und häufig muss man ja auch noch sagen, also bei solchen Unternehmen, ja, man liest immer mehr darüber, auch dass der Einfallspunkt irgendwo ein Endpoint ist, ja, also ein Gerät, was bei einem Endanwender steht, ja. Und gerade in Zeiten wie jetzt halt unsere mit Corona und so weiter und so fort, sind die Mitarbeiter ja auch noch mal nicht mal mehr hinter einer Firewall irgendwo geschützt, ja. Und ansonsten ist es halt insgesamt einfach so, dass das Thema alleine, weil es jeden irgendwo betreffen kann, immer und immer wichtiger wird, auch für unsere Kunden. Und eben, wenn man da eine Beratungsleistung bei den Kunden entsprechend erbringt, muss man auch wirklich mal sagen, hey, auch wenn du denkst, du kannst ohne deine IT, ja, auch wenn du denkst, dass du mal eben alles ausmachen könntest, vielleicht ist das gar nicht so richtig. Das hast du schon ein gutes Beispiel dafür gebracht, ja. Absolut. Was du gerade erwähnt hattest, gerade jetzt durch Homeoffice, also zum einen wurde ja wirklich das Thema Corona und die Pandemie ausgenutzt, dadurch eventuell ja Mitarbeiter gezielt ja mit entsprechender ja Schadsoftware zu kompromittieren, also durch Hacker, durch Angreifer, die sagten, das ist ein Thema, da haben gerade viele einen ja, Bezug dazu.
dazu und das wurde dann einfach in Mails als Betreff gewählt, das wurde auf Webseiten als Thema gewählt, um dort möglichst viele draufzuziehen. Ja, Frederik, jetzt höre ich immer wieder mal auch im Gespräch, wenn es um das Thema Security geht, so ein bisschen das Argument, ja, wer soll sich denn für meine Daten interessieren? Also warum sollte jetzt gerade jemand gerade mein Unternehmen, was vielleicht ein Standardunternehmen ist, interessieren? Und da sage ich immer wieder, naja, es ist vielleicht gar nicht so, dass jemand gezielt das Unternehmen X oder Y hackt, sondern viele Angreifer haben einfach zum Ziel, dass sie sagen, jetzt schauen wir mal, wer die Sicherheitsfunktionalität A oder B nicht nutzt. Und alle, die das nicht nutzen, die versuchen wir einfach zu kompromittieren über eine bestimmte Schadsoftware. Ich gehe davon aus, Frederik, dass du das bestätigen kannst, dass man sich da nicht als kleines Unternehmen oder als vielleicht nicht Weltkonzern irgendwie in Sicherheit wiegen kann, sondern dass man genauso sich um seine Daten kümmern muss wie eben der Enterprise-Konzern. Ja, also vielleicht hat man es gerade schon an meinem Gesichtsausdruck gesehen. Ja, ich halte das, also wer soll sich für meine Daten interessieren, das halte ich für brandgefährlich. Heute geht es den Hackern darum, Geld zu verdienen. Ja, und Geld verdienen können sie mit egal wem, entweder mit der Masse von Kleinen, mit ein paar von den Großen. Ja, das ist heute alles gar kein Problem mehr. Es gibt zusätzlich noch Ransomware as a Service und so weiter. Konkurrenten, die da draußen unterwegs sind, gibt es immer. Also könnte da auch irgendwo im Kundengespräch tatsächlich die Gegenfrage sein, hey, können Sie es sich denn tatsächlich leisten, wenn jetzt einfach mal hier alle Ihre persönlichen oder auch alle Ihre geschäftlichen Daten einfach verschlüsselt sind, verloren sind, wenn Sie da jetzt das nicht bezahlen, ja? Und auch nochmal, selbst wenn eine Sicherung besteht, ja, realistisch gesehen, wie lange dauert es denn jetzt wirklich, bis das wiederhergestellt ist, bis meine Daten wiederhergestellt sind, wie viel Delta habe ich da vielleicht auch drin, wie viel ist dann da schon verloren gegangen, was ist der Schaden, der da tatsächlich dem Unternehmen entsteht. Und vorhin hast du schon gesagt, mal die IT ausgeknipst und nach 2 Stunden sollte sie wieder angehen. Bei einer Ransomware-Attacke ist das dann zu schaffen relativ eng, sagen wir es mal so. Und oft kleine Unternehmen hat das jetzt gerade noch drauf abgezielt. Oft sind das eben diese sagen wir mal, klassischen, kleineren Unternehmen, die eben auch leichtere Angriffsziele ganz einfach sind. Ja. Mhm. Große Unternehmen haben zum Teil Security Operations Center und riesige Firewalls und Policies noch und nöcher sind zertifiziert bis an die Zähne, eben auch bezüglich IT-Security. Und kleinere Unternehmen können und wollen sich das auch oft einfach nicht leisten. Ja? Und das wissen natürlich Angreifer auch. Und wenn es dann darum geht, Geld zu verdienen, dann ist das denen relativ egal, ob das jetzt das große oder das kleine Unternehmen sind und dann eben viele von den kleinen oder nur ein paar von den großen. Und manchmal geht es dann ja auch gar nicht darum, ein Unternehmen zu hacken, um an Daten zu kommen, sondern einfach um an Rechenleistung zu kommen, weil man deren Systeme wieder nimmt für weitere Angriffe oder, was auch schon vorgekommen ist, einfach für Kryptomining, dass Rechenleistung gestohlen wird, um irgendwelche Kryptowährungen zu berechnen. Das bedeutet, ich denke, das ist jetzt jedem unserer Zuschauer klar geworden, wir sollten dort wirklich jede Möglichkeit ausnutzen, die uns geboten wird, die Sicherheit zu erhöhen. Und jetzt wäre natürlich die Frage, bevor wir dann ein bisschen konkret auf die Technologien eingehen, wie könnten wir denn das machen? Was gibt es denn für Möglichkeiten, dass wir sagen, wir sichern uns weiter ab, wir schaffen ein höheres Sicherheitsniveau in unserer Umgebung? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, es gibt da nicht die eine patentierte Lösung, ja. Und vor allem, es gibt da auch nicht nur das eine Ding, was man unbedingt macht und dann hat man alle Probleme gelöst, ja. Das gibt's nicht und das gab's auch noch nie. Und ich sage das dann immer anhand von so einem Mittelalterbeispiel. Ja, jetzt stellt euch eine Stadt im Mittelalter vor. Stellt euch vor, im Mittelalter, wenn man dann das Zentrum der Burg hatte, irgendwo den Bergfried hatte, wo auch die Schatzkammer drin ist und so weiter und so fort, dann hat man das verdammt gut abgesichert. Und wie hat man das abgesichert? Man hat mehrere Schichten geschaffen. Man hat mehrere Mauern geschaffen, eine innere Stadtmauer, äußere Stadtmauer und dann auch nochmal hier entsprechend die Reichtümer, die Schatzkammer auch nochmal extra abgesichert. Und
Ähnlich ist das heute. Ja, es geht darum, dass man wirklich dieses mehrschichtige Sicherheitsmodell auch nutzt. Ja, und ich denke, nur über so einen mehrschichtigen Ansatz kann man sich dann da eben auch besser schützen. Und das Ganze geht natürlich dann von einer Netzwerk-Security mit entsprechend auch Firewalls und so weiter innerhalb des Netzwerks selber bis hin eben zum eigentlichen Endpoint, worüber wir ja vor allem jetzt heute sprechen. Und auch gerade beim Endpoint ist es eben als ein typisches Einfallstor besonders wichtig, auch das zu adressieren. Kannst du da ein paar Beispiele nennen, was uns jetzt hier die AMD-Plattform konkret bietet, um das Genannte mit diesen mehr Schichten und vielleicht mehreren Schutzebenen zu kombinieren, um das in der IT, im Client-Endpoint dann tatsächlich umzusetzen? Na klar, also das ist ein Design Principle von AMD. Ja, also es wird sich tatsächlich darauf fokussiert, einen mehrschichtigen Sicherheitsansatz auch innerhalb von eben den Client-Devices liefern zu können. Und beispielsweise jetzt mit der HP als Partner ist es auch so, dass man sich als erste Sicherheitsschicht kann man sich dann HP Security Features vorstellen, die eben von der HP auch so promoted werden. Können wir später auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Darunter die nächste Schicht sind dann alles Mögliche an Windows Security Features, Security-Zertifizierungen, die da entsprechend sind, mit Multifaktor-Authentifizierung, Anmeldung per Hello und so weiter und so fort. Und darunter liegend dann nochmal die Hardware-Based Security, ja. Und wir arbeiten aber als AMD mit unseren Partnern, als den OEMs, nach Microsoft. Und dann entsprechend, wir arbeiten gemeinsam daran, die bestmögliche, ja, den bestmöglichen mehrschichtigen Sicherheitsansatz da bieten zu können. Heißt, Hardware-Based Security von unserer Seite aus jetzt, Thema wie Memory Guard, zum Beispiel eine aktive Verschlüsselung dann von dem Arbeitsspeicher. Heißt auch, wenn mir mein Gerät mal abhanden kommt, verloren geht oder sonstiges, dann kann nicht einfach aus dem Arbeitsspeicher noch ausgelesen werden, welche Credentials ich vielleicht vorher eingegeben habe, wie man über meine Credentials in das Unternehmensnetzwerk reinkommen könnte und so weiter und so fort, sondern das liegt da alles verschlüsselt dann auf dem Arbeitsspeicher drauf und ist entsprechend da nicht mal so eben auszulesen. Das nächste ist natürlich auch zusätzliche Sicherheitsfunktionen im Sinne von Shadow Stack gegen Control Flow Angriffe, was da entsprechend mit Zen 3 und den 5000er Prozessoren jetzt neu dazugekommen ist, effekt dann nochmal den Goldstandard der Verschlüsselung quasi auch bestätigt. Ja. Und insgesamt ist natürlich dann die Integration über die verschiedenen Schichten hinweg sehr, sehr wichtig. Also wir pflegen sehr, sehr enge Partnerschaften mit einer Microsoft. Wir pflegen sehr, sehr enge Partnerschaften mit einer HP und so weiter, um dann da gemeinsam dran zu arbeiten, die Devices noch sicherer zu machen. Und da ist auch ganz wichtig die Message an den Kunden. Mit AMD müssen da keinerlei Abstriche gemacht werden, sondern AMD liefert da auch eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Security Value Proposition für eure Kunden ab. Wichtiges Stichwort und was denke ich aufgefallen ist, so an der Beschreibung von Frederik, ich muss natürlich mein System absichern ab dem Zeitpunkt, wo ich es anschalte. Also es geht nicht erst um den Zeitpunkt, wenn dann das Betriebssystem läuft, sondern immer mehr Angriffsszenarien verlagern sich auch auf die Startphase. Entweder die Phase, wo dann das Windows lädt oder noch davor, wo überhaupt das System startet und die Firmware lädt. Und da sind eben dann so Dinge wie die Memory-Verschlüsselung ganz wichtig, dass eben nicht irgendjemand in dieser Phase es schafft, dazwischen zu grätschen und mir dann gewisse Dinge im Speicher ausliest, die dort einfach mal geschrieben wurden, weil sie für den Systembetrieb erforderlich sind. Und ich denke, es ist daran klar geworden, an diesen paar Beispielen, die wir noch unheimlich weiter ausführen und vertiefen könnten, dass das ganz wichtig ist, eben dort den durchgängigen Prozess zu berücksichtigen. Und da würde ich nochmal zurückkommen auf das Beispiel, was der Frederik gebracht hatte mit der ja, Situation im Mittelalter. Und ich habe eben nicht nur eine Stadtmauer, sondern ich habe so verschiedene wichtige Punkte dann nochmal zusätzlich abgesichert. Genau das macht Microsoft im Windows, aber das kann Microsoft nur im Windows machen, wenn es die Hardware unterstützt.
ist. Und da sind wir jetzt bei den Punkten, die der Frederik erklärt hatte. Das heißt, der Ausgangspunkt für meine Security-Betrachtung muss immer die Hardware sein, dass ich dort dafür Sorge trage, dass dort wirklich diese Security-Funktionalitäten alle zur Verfügung gestellt werden. Und dann muss ich sie im Idealfall auch noch nutzen. Im Microsoft-Kontext hat sich da jetzt gerade in den letzten 18 Monaten, wo so das Thema Homeoffice und so weiter sehr stark genutzt wurde in Unternehmen, auch der Begriff Zero Trust geprägt. Das ist auch etwas, was wir jetzt schon ein paar Mal so angeteasert hatten, gesprochen hatten, dass eben der Endpoint ja quasi mehr oder weniger auf sich selbst gestellt ist. Es ist nicht mehr hinter der großen Unternehmensfirewall, wo ich mich dann vielleicht ein bisschen sicher wiegen konnte, sondern er ist im Homeoffice mit der dort vorhandenen Infrastruktur und muss deswegen vom Endpoint her, vom Device her, die maximale Sicherheit autark auch bieten können. Jetzt hatte Frederik, hattest du schon angesprochen, dass es von HP auf den AMD-basierten Systemen auch noch so ein paar spezielle Erweiterungen gibt oder grundsätzlich von HP noch ein paar Erweiterungen gibt, wo dieser Security-Gedanke auch von dem OEM HP jetzt noch weiter ausgebaut wird, noch weiter getrieben wird. Also was ich da immer super finde und was ich unbedingt haben wollte, als das HP vorgestellt hat, und was ich auch in meinen Endgeräten jetzt habe, ist dieser elektronische Blickschutzfilter, wo ich eben nicht mehr so eine Folie davor brauche, sondern wo das direkt integriert ist. Ich glaube, das nennt sich HP Sure View, diese Technologie, richtig? Richtig, ganz genau, ja. Und es gibt ja noch mehr dieser HP-Security-Features. Hast du da noch ein paar, die du uns mitgeben kannst oder unseren Zuschauern mitgeben kannst? Na klar, auf jeden Fall. Also ShowView im Endeffekt ist ja dafür da, Visual Hacking zu unterdrücken. Ja? Also dir schaut jemand über die Schulter und du brauchst auf der anderen Seite gar nicht mal mehr dein Blickschutzfilter vor dein Display kleben oder solche Dinge mehr. Ja? Jetzt hast du aber vorhin zum Beispiel auch gesagt, viel mehr von den Angriffen finden jetzt halt schon statt im Bootvorgang. Ja? Mhm. Und da kommt dann zum Beispiel HP Sure Start zum Einsatz. Ja? Mhm. Ansonsten Sure Run, also den aktuell laufenden Zustand da entsprechend zu überprüfen. Oder entsprechend Sure Recover, falls tatsächlich mal was passiert ist. Aber auch, und die Funktion nutze ich auch privat super, super gerne, HP Sure Click. Ja, heißt, wenn ich jetzt halt eine E-Mail bekomme mit einem Anhang, der definitiv so ausschaut, als müsste ich da jetzt etwas machen und als müsste ich mir das auf jeden Fall anschauen. Ich kenne aber den Versender dieser E-Mail-Adresse jetzt halt nicht so wahnsinnig gut oder weiß zu 100%, dass da jetzt gerade was kommen wird. Dann ist immer das Öffnen von Anhängen so eine kritische Sache, wo sich auch gerne tatsächlich dann mal Ransomware drin versteckt und man dann den Salat hat, wenn man draufklickt. Ja. Mhm. Und draufklickt, da gibt es dann eben das HP Sure Click. Ja. Also da kann man dann sicher da draufklicken, dann wird das in entsprechend einer quasi mini-virtuellen Maschine, wird das dann doch geöffnet, sagen wir mal, das PDF. Ja. Und ich kann mir dann anschauen, ob das jetzt tatsächlich eben was ist, was für mich wirklich relevant ist oder nicht. Und HP hat insgesamt einen wahnsinnigen Fokus auf Security auch, ja. Microsoft auch immer und immer mehr, das hast du ja vorhin auch schon gesagt und ich habe es vorhin auch schon gesagt, AMD hat schon als Design Principle eben Security damit aufgehängt und dementsprechend liegt auch bei uns da ein Wahnsinnsfokus drauf. Und so arbeiten wir dann eben auch in den Partnerschaften eng zusammen, um diese OEM Security Features im Sinne von denen, über die wir gerade gesprochen haben, SureView, SureStart, SureRun und so weiter und so fort, zu integrieren mit den Microsoft Security Features und zu integrieren wiederum mit unseren Hardware-based Security Features, die da eben noch so oben drauf kommen. Mhm. Also wichtige Themen, jetzt hattest du schon angesprochen, dass bei Microsoft das Thema Security auch stark im Fokus steht. Jetzt haben wir ja zum Zeitpunkt der Produktion dieses Videos Windows 10 als aktuelles Betriebssystem, aber Windows 11 steht ja in den Startlöchern, wird in naher Zukunft verfügbar sein und bei Windows 11 haben wir jetzt in der Preview schon starke Diskussionen in puncto Hardware-Anforderungen und Kompatibilität und unter anderem entstehen diese Diskussionen auch durch die Anforderung, die Microsoft für die meisten Szenarien gesetzt hat, nämlich dass wir einen TPM 2.0-Chip
benötigen. Jetzt ist aus meiner Sicht ein TPM, also Trusted Platform Module in der Version 2.0, ein ganz wichtiges Sicherheitsfeature. Also als ich das erste Mal dann über Windows 11 gesprochen hatte, sagte ich, ich weiß gar nicht, ob ich einen Client habe ohne TPM 2.0 Chip, weil auch bei Windows 10 kann ich den ja schon nutzen. Aber es ist einfach so, dass es da unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Jetzt wollen wir die Meinungen, natürlich bist du auch herzlich nach deiner Meinung gefragt, Frederik, aber ich denke, was unseren Zuschauern wichtig ist, ist die Frage, wie sieht es denn aus mit dem Thema AMD-basierende Systeme und dann spätere Kompatibilität zu Windows 11 und natürlich auch das Thema TPM 2.0. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Na klar. Also wie du schon gesagt hast, das Thema Security wird auch an der Stelle immer wichtiger und daher kommt, denke ich, auch dann diese Anforderung vom TPM 2.0 Chip. Welche Geräte kompatibel sind da im Allgemeinen erstmal? Findet man gut auf der Microsoft-Seite. Ja. Da kann man sich das auch entsprechend im Detail nochmal anschauen. Generell aber zu sagen, im AMD-Segment ab der Ryzen 3000-Serie sind die CPUs auf jeden Fall unterstützt. Ryzen 4000 war jetzt die letzte, Ryzen 5000 ist jetzt die aktuelle, ja. Und die unterstützen dann dementsprechend auch alle Windows 11. Und im Rahmen von Windows 11 und HP auch nochmal gute Neuigkeiten für das AMD-Portfolio. Auch hier wird dann ein Upgrade entsprechend natürlich möglich sein, wenn ich jetzt ein Gerät mit AMD Ryzen 5000 Prozessor kaufe. Dann kann ich mich darauf verlassen, dass ich da auch in Zukunft dann eben mein Windows-Upgrade machen kann in der Zeit, in dem natürlich dann Microsoft entsprechend dieses Update auch erlaubt. Ja. Ich denke, dass das generell ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Auch nochmal zu sagen, Kompatibilität, was Windows 10, was Windows 11 angeht, was die kompletten Security-Features da entsprechend angeht, lassen sich mit den AMD Ryzen-Prozessoren darstellen und die AMD Ryzen-Prozessoren sind da ganz, ganz vorne mit dabei. Auch die Microsoft Secured Core PC-Initiative wird zum Beispiel in den 635ern ProBooks oder in den EliteBooks hier der 800er Serie wird auch das vollkommen unterstützt und auch das geht wieder in Richtung diesem Security-Thema, woraus denke ich auch, dass mit dem TPM 2.0 wie gesagt entsteht. Genau, also von daher, das ist nicht irgendwie eine so Anforderung, die mir irgendwo aus Mut gezaubert hat, sondern es ist wirklich, es hat Security-Gründe, dass man sagte, wir wollen sicherstellen, dass die Systeme einen gewissen Mindeststandard haben, um gewisse ja typische Bedrohungssituationen von vornherein ausschließen zu können, um eine sichere Verwaltung der Anmelde-Credentials gewährleisten zu können, auch eine sichere Verschlüsselung und so weiter. Das spielt dort alles rein. Und wer jetzt sagt, das habe ich alles verstanden, das ist wichtig für mich, aber wie weiß ich es denn, dass ich so ein sicheres System habe? Da ist das, was der Frederik gerade sagte, Secured Core PC, ein gutes Stichwort, weil das ist so, ich nenne es mal das Label von Microsoft für die Systeme, die so den maximalen Sicherheitslevel bieten, inklusive des vollständigen Schutz des Startprozesses. Und wie ich es vorhin schon mal sagte, das ist jetzt aber nichts, was das Betriebssystem alleine stemmen kann, sondern braucht man die passende Hardware dazu. Deswegen ist der Secured Core PC ein Label oder eine Zertifizierung für die Hardware-Plattform, womit ich dann mit Windows die entsprechenden Sicherheitsfeatures nutzen kann. Ja, es war für mich eine sehr kurzweilige halbe Stunde. Ich hoffe, euch ging es genauso, aber ich gehe davon aus, es gibt im Nachgang sicher noch Fragen. Und für Fragen könnt ihr im Nachgang auf jeden Fall auf den Frederik zukommen. Vielleicht, Frederik, magst du noch mal kurz erwähnen, was da die besten Wege sind, wie man mit dir in Kontakt treten kann? Na gerne. Also wie Manfred schon gesagt hat, kommen Fragen auf, seid ihr in irgendeinem Projekt, wo ihr gerade nicht weiterkommt, braucht ihr mehr Informationen noch, kommt gerne direkt auf mich zu. Am besten einfach schreibt er mir eine kurze Nachricht in LinkedIn oder schreibt mir eine E-Mail auf frederik.jägers@amd.com. Und dann kümmere ich mich natürlich da gerne drum, eure Frage schnellstmöglich zu beantworten und euch da in der Situation weiterzuhelfen.
Sollte ich die Frage persönlich mal selber nicht beantworten können, stelle ich euch natürlich auch bei uns intern sehr, sehr gerne den Kontakt her. Und auch da nochmal zu sagen, wir sind alle ganz, ganz nahbare Leute bei der AMD. Ihr könnt da gerne auf uns zukommen. Wir suchen die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit euch. Wir wollen da draußen mit euch gemeinsam den Unterschied machen. Kommt da sehr, sehr gerne auf uns zu. Ansonsten AMD-seitig gibt es natürlich auch noch das ein oder andere Informationsangebot. Ihr könnt euch zusätzliche Kurse raussuchen auf der AMD Arena oder auf library.amd.com. Auch noch alles Mögliche an Informationsmaterialien, Battlecards und die neuesten Informationen direkt da selber abrufen. Ja, perfekt. Und natürlich dürft ihr euch auch gerne an Ingram Micro wenden, wenn ihr Fragen zu den HP-AMD-basierenden Systemen habt. Und zwar gibt es dort den Ansprechpartner Günther Tremmel für das Thema HP-Desktop-Systeme. Also den könnt ihr dort gerne ansprechen. Und den Dimitar Woodkoff, wenn es um das Thema HP-Notebooks geht. Und die beiden haben wiederum weitere Kolleginnen und Kollegen, die euch sowohl, wenn es um Fragen der vertrieblichen Aspekte geht, als auch um technische Fragen weiterhelfen könnt. Also von daher habt ihr aus dem Hause AMD den Frederik und aus dem Hause Ingram Micro, den Günther und den Dimitar. Also nutzt dort gerne die Kontaktmöglichkeiten. Scheut euch nicht, dort nachzufragen. Und was die große Empfehlung ist, testet das Ganze mal auf den AMD-basierenden HP-Systemen. Ich denke, ihr werdet überzeugt sein, weil solche Funktionalitäten wirklich auch sehr, sehr schnell die positiven Aspekte darstellen, wie der Frederik erzählt hatte. Also zum Beispiel das HP Sure Click, das nutze ich regelmäßig, weil ich mir einfach immer denke, es tut nicht weh und ich fühle mich einfach absolut sicher und muss da nicht groß drauf achten, wo kommt die Datei her. Und man hat es ja auch gar nicht immer unbedingt in der Hand, was an so einer Datei dann alles dran hängt. Von daher sagen wir euch vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage dir, Frederik, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die spannenden Informationen. Auch nochmal vielen Dank von meiner Seite aus fürs Zuschauen und danke dir, Manfred, für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Prima, das hoffe ich auch und euch noch eine gute Zeit und viel Erfolg beim Testen der ganzen Funktionalitäten, die wir euch hier vorgestellt haben. Tschüss. Ciao.